Oh mein Gott, Leute, ihr habt wahrscheinlich gestern alle mitbekommen, was abging. Und zwar, ich habe den Präsidenten von Los Santos eliminiert. Tuan konnte für mich zum Glück einige Sachen klären, dass wir nicht komplett die ganze Stadt verlassen müssen, weil das ist das heftigste Verbrechen, was überhaupt passiert ist. Wir hatten über 100 Fahndungssterne. Ihr habt gesehen, was abging. Das war so krass gewesen. Und jetzt müssen wir noch eine Aufgabe erfüllen, dass wir Los Santos nicht verlassen müssen und dass wir unser Autohaus wiederbekommen. Und zwar, ich muss zum General des Militärs hinfahren. Und da habe ich mir hier auch direkt, Leute, falls irgendjemand hinter uns her ist, unseren Super Lamborghini eingepackt. Weil guck mal hier, Leute, Links-Rechts-Kombination. Nämlich die Autos vom Autohaus habe ich schon wieder, aber das Autohaus habe ich immer noch nicht wieder. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt schnell dahin fahren. Und er meinte, ich muss irgendwas ultra gefährliches für ihn machen, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber der soll wohl so ein eigenes Haus hier haben. Ich liebe das Auto. Guck mal, wie schnell das wird, Leute. Guck mal, wie schnell das wird. Let's go. Wir sind hier. Also es ist doch gerade hier normaler Modus, Leute. Ich habe hier... Wow, 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 wow. Oh mein Gott, das wird... Bro, Bro, ich habe nicht mal Sportmodus an. Okay, also damit sollte uns auf jeden Fall keiner kriegen. Und hier... Oh, yo, guck mal, da hinten ist die Military Base. Und hier wurde einfach ein komplett neues Haus gebaut mit überkrassen Militärfahrzeugen. Okay, da vorne steht er schon. Oh mein Gott, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was er von uns erwartet, aber irgendwas müssen wir ihn auf jeden Fall, also irgendeine Aufgabe müssen wir machen. Standard-Skill! Ja, Herr General. Einmal reinkommen. Okay, Herr General. Es tut mir nochmal leid, was gestern passiert ist, aber der Präsident... Ja, reden Sie nicht darüber. Okay. Sie wissen ganz genau, was Sie getan haben. Sie haben den Präsident auf Los Santos getötet. Ja, ich weiß. Die Ermittlungsverfahren haben auf jeden Fall feststellen können, dass Sie es waren. Sie haben einen kleinen Fehler gemacht, und zwar, sie waren auf dem Berg. Ich weiß, aber Tuan hat alles für mich geklärt, also Tuan von daher... hat nicht alles geklärt. Okay. Wir können in unserer Regierung nicht zulassen, dass sowas passiert. Normalerweise müssten wir sie umbringen. Aber okay. Sie kriegen noch eine letzte Chance. Okay, was Sie müssen eine Aufgabe erfüllen. Setzen Sie sich durch. Ja, ich stehe lieber. Sie müssen eine Aufgabe erfüllen, Sir. Was für eine Aufgabe? Aufgrund dieser Tat mit dem Präsident, was Tuan noch irgendwie ein bisschen biegen konnte, konnte es nicht komplett gerade biegen. Die einzige Möglichkeit, dass sie ihr Leben behalten und okay, das Militär sie nicht sofort ausschaltet, okay, und ihr ganzes Autohaus, ist folgendes. Wir haben ein kleines Problem mit ein paar Ghost-Autos. Oh, was? Geisterautos? Was für Geister? Es gibt keine Geisterautos. Was reden Sie? Sir, wir konnten Geisterautos feststellen, die nachts für Unfug sorgen. Hä? Wir wollen, dass das Ganze aufhört. Es sind nicht viele. Wir haben ein Gerät, was die Geisterautos aufspüren kann. Okay. Bezüglich haben wir einen Erfahrungsbericht von einer Person. Die Person, mit der wir kommuniziert haben, ist leider nicht mehr unter uns. Aber diese Person hatte die Möglichkeit, die Geister zu sehen. Durch viele Analysen konnten wir feststellen, die einzige Möglichkeit, die Geisterautos selbst zu sehen, ist eine Nahtoderfahrung. Eine Nahtoderfahrung? Wie, ich muss eine Nahtoderfahrung durchleben, dass ich Geisterautos sehe, oder was? Sie müssen sterben und dann wieder aufwachen, ganz knapp vor ihrem Ende. Oh mein Gott. Und wenn sie das nicht machen, dann bringen wir sie zu Ende, wenn sie verstehen, was ich meine. Okay, und was soll ich machen, wenn ich die Geisterautos sehe? Sie sollen sie einfach wegbekommen. Die wollen also verschwinden raus aus lassen. Los Santos. Fertig raus, machen. Raus aus Los Santos. Wir können das Ganze überprüfen mit dem Digi-Scanner. Das ist ein Ghost-Scanner. Okay. Das heißt, wir können damit wirklich, wir sehen die Autos zwar nicht, aber wir spüren sie dann auf mit dem Digi-Scanner. Das bedeutet, wenn sie uns belügen und das Ganze nicht so machen, wie wir es sollten, dann werden sie leider alles verlieren und ihr Leben und deine Performance wird zugrunde gehen. Oh mein Gott, Leute, ey, ich könnte den nicht mal reinlegen, weil ich wollte ihn eigentlich reinlegen, weil er die Geister ja nicht sieht. Aber ich muss ganz sagen, kurz. Wie viele Frauen haben sie denn hier? Oh, das geht sie gar nichts an, ja? Das geht. Hallo. Ja, okay. Ganz kurz. Ja. Gucken Sie mal. Hier ist ein Tablet von mir. Mit diesem Knopf wird eine Drohne losgeschickt auf Steiny Performance und lässt eine SUV-Bombe platzen. Das heißt, wir haben über ihren Steiny Performance schon unsere Waffen positioniert. Oh, ihr Leben werden wir auch schnell ausschließen. Ich kümmere mich drum. Ich werde das Problem beheben. Alles gut, keine Sorge. Ich werde mich um die Geisterautos kümmern. Yeah, kostet ich es, was ich wolle. Ich muss sie leider bei dem Unfall begleiten. Ich muss sehen, wie sie fast sterben. Wie? Und jemand muss hier den Krankenwagen rufen, wenn sie nicht bei Bewusstsein sind. Ich werde nicht mitfahren, aber ich werde sie begleiten. Ich muss das beachten, nicht, dass sie einen Tod fälschen. Leute, ich muss jetzt einen Unfall machen.
Ich muss jetzt einen Unfall machen und dann muss ich quasi einmal sterben. Dann muss ich wieder, ja, wiederbelebt werden von einem Rettungssanitäter, Freunde. Und dann kann ich erst die Ghost-Autos sehen. Aber wo baue ich denn jetzt am besten einen Unfall? Ja, wir haben da eine Idee. Sie können ja 500, 600 km/h schnell fahren. Ja? Und dann einfach mal gegen eine Wand klatschen. Leute, ich werde es machen. Ich werde es machen. Da vorne ist der Grenzzaun. Wir werden jetzt das Auto auf die höchste Geschwindigkeit beschleunigen. Und dann werde ich da voll gegen diesen Zaun fahren, Leute. Und die Geschwindigkeit, mit der wir dagegen fahren, das wird so hoch sein, dass wir wahrscheinlich sterben werden. Und ich hoffe, dass die Ärzte in Los Santos aber so gut sind, dass sie mich wiederbeleben können und dass ich dann quasi diese Nahtoderfahrung hatte. Das ist wirklich ultra gefährlich! Hallo, wo bin ich? Hallo, hört mich jemand? Leute. Skalpell, ja, wir müssen das jetzt hier operieren, ja. Was ist Y-Achse der Wunde, ja, der Muskel ist gerissen, Ich wiederhole, der Muskel, wir müssen den Knochen, ja, der Knochen ist pulverisiert. Wir schaffen das. Die Narkose lässt nach, keine Ladung Narkose. Wo bin ich hier? Ich lebe noch! Moin, sind Sie wach, Sir? Ja, Sie hatten einen schweren Autounfall auf der Autobahn. Sie sind mit 580 km/h gegen eine Planke gefahren, ne? Ja, ich weiß. Sie hatten eine Nahtoderfahrung. Wie lange war ich tot gewesen? 10 Sekunden. Ich war 10 Sekunden tot gewesen. Ja, Herzstillstand für 10 Sekunden. Wenn es noch ein paar Sekunden länger gewesen hätte, hätten wir sie nicht mehr retten können. Ne? Also, ach, es war. Grüne Neune. Ich war quasi für 10 Sekunden tot, komplett tot. Ja, was soll. Ja, 10 Sekunden Herzstille. Okay, aber ich kann mich irgendwie nicht mehr so gut bewegen. Mir tut alles weh daher. Ja, Sie haben ein paar Brüche, Sie können jetzt auf jeden Fall nicht laufen. Also ich hole Ihnen einen Rollstuhl, warten Sie. Wie ein Rollstuhl? Sie müssen aufs Klo, Sie müssen eigentlich noch hier bleiben. Oh, Leute, ich kann mich gar nicht so richtig bewegen. Oh Gott. Einfach hier rüber, ich helfe Ihnen. Und hier rüber und hier rein und ich helfe Ihnen, ich stütze Sie. Ja, so. Vorsichtig, ich helfe Ihnen ein bisschen. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier erstmal nur mit Rollstuhl unterwegs, oder was? Achtung, ich mache Ihnen die Tür. Achtung, passen Sie auf, ich mache Ihnen. Ich kann Ihnen doch die Tür öffnen, Mensch. Ja, aber warum sind das hier keine automatischen Türen? Ja, das ist kein Geld. Kommen Sie. Wie lange war ich jetzt insgesamt im Krankenhaus gewesen? 2 Wochen. 2 Wochen? Oh mein Gott. Wann kann ich wieder laufen? So in einem Monat wahrscheinlich können Sie mit Krücken laufen. Also können ja laufen, aber nur sehr, sehr schwach. Sie werden nach einer Sekunde wahrscheinlich wieder fallen. Okay, danke. Die Knochen, also belassen Sie die Knochen nicht. Bleiben Sie im Rollstuhl oder steigen Sie dann ins Auto, dann wieder in den Rollstuhl, dann wieder ins Auto. Okay, danke, der genau, was ist, rufen Sie uns an, ja. Dankeschön. Oh nein, Leute, wir haben uns so doll bei dem Unfall verletzt, dass wir einfach jetzt im Rollstuhl landen. Mann, ey, ich hoffe, dass wir uns schnell wieder regenerieren und dass wir schnell wieder fit werden. Aber jetzt können wir die Geisterautos in GTA 5 sehen. Aber Leute, ich fühle mich ganz normal und bisher habe ich hier noch nicht ein einziges Geisterauto gesehen. Wie soll denn so ein Geisterauto aussehen? Aber vielleicht sind die auch nur nachts unterwegs. Ey, wir werden einfach mal, ich habe eine Idee, Leute. Wir müssen, glaube ich, mal nach Sandy Shores fahren. Und da werden wir uns einfach mal nachts auf die Lauer legen. Zum Glück ist unser Rollstuhl relativ zügig. Guck mal, der fährt fast 100 km/h, Leute. Dürfen wir eigentlich mit dem Rollstuhl auf die Autobahn fahren? Ich hoffe einfach. Ey, Leute, ich hoffe, dass es erlaubt, mit dem Rollstuhl hier auf die Autobahn zu fahren. Aber wir sind ja auch relativ zügig. Oh mein Gott, da hinter mir ist sogar Polizei, Leute. Ich fahre mal lieber rechts ran hier, dass sie vorbeifahren kann. La, 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 la. Wow. Wir driften hier. Schön, wie soll das denn? Ich kann doch nicht mit dem Rollstuhl auf der Autobahn fahren. Können Sie mir bitte den Rollstuhl wieder bringen? Ich setze mich hier rein jetzt erstmal. Dankeschön. Was soll das denn? Oh Gott, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu schnell mit dem Rollstuhl unterwegs. Sie dürfen doch nicht mit dem Rollstuhl auf der Autobahn fahren. Sind Sie geistig verrückt?
Ich bin fast gestorben und mir macht das nichts mehr aus. Ich bin geistig gestört. Ja, nee, Sie werden in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nein, du wirst mich niemals kriegen. Bleiben Sie still. Hat mir eine Erlaubnis gegeben, ich muss die Geisterautos check, finden. Check, psychisch kranke, psychisch kranke auf der Autobahn. Check, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Die Polizei jagt uns jetzt sogar. Oh. Bleiben Sie still. Oh, ich fahre ins Gegenverkehr. Oh nein. Sie sind lebensmüde Geisterfahrer. Oh mein Gott, Geisterfahrer. Freunde. Ich bin Geisterfahrer im Rollstuhl. Oh Gott, Leute, ich glaube, ich muss den General anrufen, dass er das für mich klärt. Das haben wir wahrscheinlich hier gleich große Probleme. Ich krieg die Polizei mit diesem Rollstuhl einfach nicht abgehangen. Oh mein Gott. Ey, ganz locker. Stehen bleiben. Ja, ich bleib stehen. Sir. Sie werden eingewiesen in eine psychische Einheit. Nein. Bitte rufen Sie den General an. Ja, Sie sind psychisch krank. Rufen Sie jetzt den General an. Ich würde keinem Mann, der als Gästefahrer auf der Autobahn irgendwie glauben, dass er... Dann fahr ich dich um, Alter. Hör mal. Bleiben Sie stehen. Ich taste Sie gleich. Oh, Leute, ich will nicht auf... Aua, ich kann nicht so weit laufen, ja. Leute. Ey, Sie schlagen hier jemanden, der nicht laufen kann. Was soll das denn? Sie mir meinen Rollstuhl. Wo ist der Rollstuhl? Ist mein Rollstuhl. Sie sind wahnsinnig. Hey, Leute, da kommt der schon wieder. Ich hau jetzt einfach ab, Leute. Ich mache jetzt hier komplett Speed, Alter. Der soll den General anrufen. Super, mein eines Rad hat hinten schon eine 8, Leute. Oh, so, ich hau jetzt hier schon ab. Oh, der soll mich jetzt in Ruhe lassen. Wir müssen hier echt schnell abhauen vor der Polizei. Oh mein Gott. Ich sollte echt fahren, noch ein bisschen üben mit dem Rollstuhl. Oh, ich gebe jetzt Vollgas, Leute. Oh Gott, ich mache jetzt hier leicht Turbo an bei dem Rollstuhl. Ich ergebe mich. Ich werde Waffengewalt anwenden. Ja, komm, ich ergebe mich. Ich werde Sie jetzt aus dem Fenster tasern. In 3, 2... Nein, ich ergebe mich doch. Hallo. Oh mein Gott, hier, was ist denn? Was soll das denn? Ja, Angriff! Leute, jetzt müssen wir aber schnell weg hier. Oh mein Gott, Junge, seit wann der Rollstuhl wert 300 km/h, Leute! Wow! Oh mein Gott, das Ding ist ja doch schneller, als ich gedacht habe. Das ist ein getunter Rollstuhl von Study Performance, glaube ich. So, Leute, wir sind gleich in Sandy Shores. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis es dunkel wird. Das Gute ist, Freunde, wir müssen uns ja nirgendwo hinlegen. Wir können ja einfach im Rollstuhl schlafen. Ich fahre mal hier auf den Parkplatz und dann werden wir ein kleines Nickerchen machen. Leute, das war ein kleines Nickerchen, sage ich euch ehrlich. So, und hier sollen jetzt anscheinend Geisterautos rumfahren. Also es ist zwar unnormal dunkel, man kann kaum was sehen, aber hier fahren doch keine Geisterautos runter. Hallo, anhalten, sind Sie Geister? Leute? Habe ich das gerade richtig gesehen? Leute, habe ich das gerade richtig gesehen? Das war doch ein Bro, als ob, das war doch irgendein unsichtbares, durchsichtiges Auto gewesen. Der ist hier hinten lang gefahren, Leute. Was geht hier ab? Warte mal, wir fahren mal in die Richtung hin. Oh Gott, nein. Sag mir nicht wirklich, Leute, wir können die jetzt wirklich sehen. Warte mal, war der hier? Wo ist der... Oh mein Gott, Leute! Das stimmt wirklich! Okay, wir müssen hinterherfahren. Wir müssen den hinterherfahren. Yo! Guckt euch mal das Auto an, Freunde! Was ist da? Oh Gott, ich komme nicht hinterher. Der ist sehr, sehr schnell unterwegs, Leute. Ich gebe Gummi, ich gebe Vollgummi mit dem Rollstuhl. Nein! Der parkt da, Leute. Oh mein Gott. Wo ist der denn, der Typ? Der war doch hier gewesen, hä? Oh mein Gott. Bro, Leute, da steht sein Auto. Da ist der Typ. Ey, du da! Ey! Hm? Du da! Leute, er denkt, ich sehe dich. Du da, ich sehe dich. Ich stehe genau vor dir. Du siehst mich? Ich sehe dich, weil ich eine Nahtod... Ich sehe dich. Hallo, du brauchst hier gar keinen Stress machen. Ich sehe auch dein Auto. Du bist doch gar nicht tot. Ich bin nicht tot, aber ich war kurz tot für 10 Sekunden. Ich bin James Jameson. Ich bin schon seit 80 Jahren tot. Seit 80 Jahren? Was ist denn passiert, mein Bester? Ich hatte einen Autounfall. Nein. Und damit bin ich um mein Auto gestorben. Und das jetzt Problem ist... Fahren wir hier durch die Gegend. Die Regierung hat ein Problem mit euch Ghost Ridern. Das ist mir so egal. Die sehen mich hier nicht. Sagen Sie mir eins. Was muss ich machen, dass Sie verschwinden? Sie müssen das Ghost Rennen gewinnen. Das Ghost Rennen?
Jedes Mal, wenn ein Ghost verliert gegen einen anderen Ghost, wird der andere Ghost eliminiert und ins Jenseits geschickt mit seinem Auto. Oh mein Gott, Leute. Und wie kann man an diesem Ghost-Rennen dran teilnehmen? Ja, mit einem Ghost-Auto und einem Rennen fahren einfach. Ja, einen wie kriege ich ein Ghost-Auto? Aktuell gibt es nur drei Ghosts in Los Santos. Ich bin einer davon. Also, wenn Sie ein Ghost-Auto haben, können Sie mich herausfordern und entweder schicke ich Sie ins Jenseits oder Sie mich. Aber wenn Sie verlieren, sind Sie für immer weg. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Das sind Rennen um Leben und Tod komplett, Leute. Nicht mal als Geist kann man denn weiterleben. Aber wie kriege ich ein Ghost-Auto? Ja, Ihr Auto muss sterben, so wie Sie, und wieder aufgebaut werden. Das ist viel Erfahrung. Aber Sie haben bei Human Lab so eine kleine Hilfe dort. Okay, also, alles klar. Ja. Wir sehen uns beim Ghost-Ren. Oh. Ja, mit deinem Rollstuhl wird das nichts. Leute, Junge, der lacht mich mit meinem Rollstuhl aus, aber der wird sehen. Er hat gesagt, wir müssen unser Auto zerstören und wieder aufbauen, dass daraus ein Ghost-Auto wird. Und ich werde jetzt probieren, Freunde, mit dieser Erfahrung und den Human Labs ein Ghost-Auto zu machen. So, wir sind zurück beim Autohaus, aber guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Die Autos stehen überall kreuz und quer rum. Tuan und der General konnten auf jeden Fall klären, dass wir jetzt schon mal unsere Autos wieder zurückbekommen für die Mission. Aber ich habe nur noch 24 Stunden Zeit, das endlich alles zu machen. Und hierfür werden wir dieses Transformers-Auto komplett umbauen. Und zwar, ich werde es probieren, zu einem Ghost-Auto zu machen. Und dafür muss das Auto neu geboren werden. Und zwar, ich werde das jetzt... Leute, es ist so fail, was wir jetzt machen. Und zwar, ich werde dieses Auto, unser teuerstes Auto, dieses Auto aus ist Stunny Performance, werde ich jetzt zerstören. Und werde ich danach, oh Gott, Leute, ich werde es danach neu aufbauen lassen müssen beim Human Labs. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen, aber ich werde das Auto jetzt sterben lassen. Bye, bye. Oh mein Gott, Bro, was hält das Auto aus, Leute? Was hält das Auto aus? Junge, was? Alter, das geht. Was ist das für ein Auto? Stirb! Oh mein Gott. Die Seele ist in diesem Auto, Leute. Und mit diesem Auto müssen wir jetzt zum Human Labs. Überlegt mal, Freunde, wenn wir das Auto jetzt nicht mehr repariert bekommen, was wir für einen Schaden haben. Also dann können wir eigentlich Stunny Performance auch direkt zumachen. Dann macht das alles eh keinen Sinn. So, damit müssen wir jetzt zum Human Labs und ich habe keine Ahnung, was da für ein Experiment mit dem Auto gemacht wird. So, Leute, hier ist das Human Labs. Das Human Labs ist dafür bekannt, merkwürdige Experimente zu machen. Unter anderem erzählt man sich in GTA 5, dass hier beim Human Labs Menschenexperimente gemacht werden und sogar Menschen gequält werden. Also komplett grausam, was hier abgeht. Und Tierexperimente stehen hier sowieso an erster Stelle, ey. Das ist so eine gruselige Orte. Da vorne war doch schon jemand gewesen. So, warte mal, ich gehe mal direkt dahin. Hallo! Ich bin hier! Leute, was ist das? Der General Hallo. Hat mich Ich bin ein Dr. Professor! Was suchen Sie hier? Wir brauchen ein weiteres Ghost-Auto. Ghost-Autos, Ghost-Autos, ja, Ghost-Autos! Ja! Ich lade das Auto ab und kümmern Sie sich bitte drum. Es geht um die nationale Sicherheit. Ghost-Autos, Ghost-Autos. Oh Leute, der Typ ist echt nicht mehr normal. Das Auto soll zum Ghost-Auto gemacht werden. Aber wenn es zum Ghost-Auto gemacht wird, wird es nie wieder normal sein. Ist egal, machen Sie, Doktor, was gemacht werden muss. Es geht um alles. Es wird für immer verschwinden. Leute, sind Sie bereit? Leute, er weiß nicht, dass ich das Ghost-Auto sehe. Er denkt, es verschwindet für immer. Aber ich bin doch... Es verschwindet! Machen Sie es, Doktor, jetzt! Nein! Wow! Doktor, was ist passiert? Das Auto ist verschwunden. Leute, guck mal, weil er keine Nahtoderfahrung hat. Er denkt einfach, das Auto ist... Es sollte hier aber sein, es piepst. Oh mein Gott, Leute, wie sieht das Auto bitte aus? Junge, wie sieht das Auto aus? Wo sind Sie? Sir! Wo sind Sie hin? Sir! Leute, er sieht uns Hallo. Nicht mehr! Bro, Sir? Er ist... Leute, er sieht uns nicht mehr! Oh mein... Bro, was haben wir gemacht? Leute, was haben wir gemacht?
Jo, was ist mit dem Auto passiert? Das ist auf jeden Fall nicht mehr rot, das ist jetzt blau. Leute, die Karre sieht absolut geisteskrank aus. Wir haben jetzt unser erstes Ghost-Mobil. Und jetzt müssen wir nur noch zum Ghost-Rennen fahren und die Geister ausschalten, dass sie endlich die Stadt verlassen, Leute. Und dann kriegen wir unser Autohaus wieder. Let's go! Alter, Leute, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Auto. Ich sag euch ehrlich, also das... Aber das ist schade, dass das halt keiner sieht, außer wir, ne? Das ist halt echt ein bisschen schade. Aber das ist auch irgendwie geil. Oh, nein. Alter, Leute. Was ist das? Das ist auch ein Ghost-Auto. Ey! Verlierer, Verliererin. Na, Ghost-Kollege? Ghost, ja, du willst ein Rennen fahren. Ich will ein Rennen fahren, um Leben oder Leben. Okay. Komm her. Oh mein Gott, Leute, okay, das wird unser erstes Rennen sein gegen die Typen, dass wir alle aus dem Dings hier weghauen. Ich hoffe, wir werden es gewinnen. Ich habe gerade einen anderen weggeklatscht mit so einem schwarzen Lamborghini. Oh mein Gott, Leute, der hat gerade einen anderen Typen weggehauen. Okay, dann brauchen wir uns. Dann gibt's ja von euch nur noch zwei. Ja, es gibt noch mich und über den anderen wollen wir nicht reden. Okay, drei. Ich würde, warte mal, es gibt noch drei. Wer bist du überhaupt? Ich bin neu. Wohin fahren wir? Bis zum Ende. Wer so schneller ist, gewinnt. Okay. Ein Versuch. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, drei, zwei, eins. Los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist der schnell! Let's go! Ey Leute, ich muss das Auto unbedingt noch aufboosten. Alter, das war fast knapp gewesen. Das war's gewesen! Verdammt! Auf Wiedersehen! Oh Gott, Leute, der ist komplett weg. Der ist komplett weg. Ich habe das Auto jetzt nochmal getuned, Leute. Wir müssen jetzt einfach nur noch den letzten Typen finden, der hier mit dem Ghost-Auto unterwegs ist. Den werden wir einmal nochmal kurz schnell ausschalten. Und ich habe das Auto jetzt, Leute, ich war gar nicht im Sportmodus gewesen. Guck mal, wie schnell das Auto jetzt ist. Also das Auto ist jetzt nochmal deutlich schneller. Wir waren gerade viel zu langsam gewesen. Also wenn er jetzt nochmal hier irgendjemand kommen sollte, Leute, dann ist eh over. So. Ja, wo ist der Typ, Leute? Der muss hier irgendwo rumfahren. Wir werden ihn schon finden. Hey, Leute, wo ist der letzte Typ jetzt hier? Hat der Angst oder was? Der letzte Ghost wird Angst vor uns haben. Ich bin gespannt, was für ein Ghost-Auto er haben wird. Aber ein besseres wie ich kann er auf keinen Fall haben. Wo ist der, Leute? Ich fahre jetzt... Oh. Hallo, wer bist du denn? Du bist der Letzte oder was? Du bist der Letzte, das sagen meine Synapsen. Dich werde ich... Komm mit. Das finale Rennen, um die Ghost-Fahrer auszuschalten. Von hier bis zum Casino. Na gut, bist du bereit? Um Leben oder Tod. Drei, zwei, eins, los! Oh mein Gott, der hat direkt Crash gebaut, Leute. Er hat direkt Crash gebaut. Was hat er davon? Wo ist er, Leute? Er ist direkt hinter uns. Er ist direkt hinter uns, aber ich muss mich hier auf die Fahrt konzentrieren. Wir müssen hier ganz locker, Leute... Schön. Nicht zu schnell. Oh Gott. Ey! Du fährst unfair! Leute, nein, was hat der gemacht, Mann? Der hat mich auf den Rücken direkt geworfen. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir wirklich Vollgas geben. Ey, wie unfair fährt der Typ, bitte, Junge? Okay, ich habe ihn gerade gesehen. Oh mein Gott, nein. Nein! Oh mein Gott! Wir fliegen perfekt! Okay, ich muss jetzt gut aufkommen, Leute. Ich muss jetzt wirklich gut aufkommen. Ich muss jetzt... Let's go. Nein. Oh. Oh mein Gott, ich sehe ihn auch an der Straße. Nein. Ich bin wieder da. Da ist er, Leute. Aus dem Weg. Oh Gott. Hey. Ich muss hier rüber, Leute. Wow. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Hey. Das gibt's nicht. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Damit sind wir offiziell der letzte Ghost-Fahrer in der Stadt, Leute. Lasst Like und ein Abo da. Tschüss bitte.